Im Burgenland in Österreich, unweit der ungarischen Grenze, liegt der Bio-Milchkuhbetrieb von Trecker Babe Margot. Die 24-jährige Agraringenieurin fährt alles, was ordentlich PS unter der Haube hat. Heute Morgen ist ein Termin auf der TÜV-Stelle frei geworden, den Margot unbedingt für ihr Güllefass nutzen möchte. Wir sind jetzt am Weg zum TÜV. Wir lassen heute unser Güllefass komplett durchchecken. Wir haben eine 40 km/h Tafel auf unserem Güllefass. Und für eine 40 km/h Tafel muss man natürlich auch seine technischen Überprüfungen machen. Und für uns ist es wichtig, dass wir aufgrund der langen Fahrstrecken und immer des Zeitmangels möchten wir natürlich auch schneller fahren können auf der Straße. Und deshalb lassen wir diese Überprüfung machen. Wir haben heute in der Früh den Anruf bekommen, dass wir, wenn wir schnell sind, heute noch drangenommen werden können. Den 200 Pferdestärken unter der Traktorhaube gibt Margot ordentlich die Sporen. Doch dann bremst ein Kollege sie aus. Ja, komm schon. Das Güllefass muss jährlich zur technischen Abnahme. Eigentlich ist die TÜV-Stelle nur 12 Kilometer entfernt. Aber bei gerade mal 27 km/h zieht sich die Fahrt. Da fahrst du bitte rüber. Dankeschön. Margot ist 2016 als Teilhaberin im Familienunternehmen eingestiegen. Als Landwirtin ist sie im Burgenland immer noch eine Seltenheit. Wenn ich mit dem Traktor auf der Straße unterwegs bin, dann passiert es des Öfteren, dass Leute stehen bleiben, sogar mit dem Auto, und raufsehen in die Traktorkabine, ob da jetzt wirklich eine Frau oben sitzt. Und das ist natürlich oft witzig. Früher habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, die Leute sehen mich so komisch an. Fahre ich schlecht mit dem Traktor oder was ist los? Aber nein, es ist dann im Endeffekt doch die Situation, da sitzt eine junge Frau am Traktor und dann meistens noch auf einem großen Traktor. Und das passt anscheinend nicht in das Bild für die anderen Leute. Frau, Maschine, Traktor, Landwirtschaft, das ist natürlich, das Gesamtbild ist vielleicht etwas selten anzutreffen. Dabei fährt die 24-Jährige alle landwirtschaftlichen Großmaschinen auf dem Hof selbst. Margot trägt die Verantwortung über 140 Hektar Agrarland sowie 85 Milchkühe und 75 Jungtiere. Durch die viele Arbeit bleibt für privates Vergnügen nur wenig Zeit. Bei mir ist es momentan so, ich habe sehr viele Termine. Ich bin natürlich zu Hause sehr viel unterwegs am Hof. Und da kommt natürlich die Freizeit sehr kurz. So mit Freunden treffen, das ist bei mir sehr selten. Ich muss da wirklich sagen, dass meine beste Freundin da auch sehr viel Verständnis dafür hat, dass ich sehr viel zu Hause am Betrieb arbeite. Und man telefoniert dann schon hin und wieder oder trifft sich ganz spät am Abend, wenn es sich noch ausgeht. Aber großteils geht es sich momentan von meinem Zeitmanagement her leider nicht aus, dass ich jetzt irgendwie so Freizeitaktivitäten pflegen kann. Ja, definitiv, ich bin ein richtiger Workaholic. Ja. Neben der Arbeit auf dem eigenen Hof macht sich Margot als Miss Burgenland für das Image der Landwirtschaft stark. 2017 hat sie sich mit der Teilnahme an der Misswahl einen Traum erfüllt und prompt den Titel geholt. Um 9 Uhr erreicht die Viehwirtin die TÜV-Stelle. Etwas später als geplant. So, jetzt sind wir da. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Margot hat Glück, denn die TÜV-Stelle ist heute komplett leer. Sie kann sofort in die Prüfhalle auf die Grube fahren. Der Balanceakt mit einem 13 Meter langen Traktoranhängergespann erfordert aber auch von der erfahrenen Biolandwirtin höchste Konzentration. So. Super. Von hier an übernehmen die männlichen Kollegen. Ja, also ich habe jetzt meinen Traktor in gute Hände gegeben. Die machen jetzt die Überprüfung. Nur wenn alle Sicherheitsstandards erfüllt sind, bekommt das Güllefass das dringend benötigte TÜV-Siegel. Im schlimmsten Fall ist die Fahrt hier vorbei. Minute um Minute zieht sich die Überprüfung in die Länge. Das passt Trecker Babe Margot überhaupt nicht. In Lackendorf in Österreich hängt Trecker Babe Margot mit ihrem Güllefass auf der TÜV-Stelle fest. Das Siegel ist für die landwirtschaftliche Nutzung dringend notwendig. Aber wenn die Sicherheitsstandards nicht stimmen, wird das Fass aus dem Verkehr gezogen. Nach 30 Minuten kann die Landwirtin aufatmen.
Ich habe gerade das Okay bekommen, dass die Überprüfung erfolgreich gewesen ist. Jetzt darf ich es wieder mit nach Hause nehmen. Und dann geht es gleich für mich weiter mit den weiteren Arbeiten. Der TÜV-Termin hat Margot in ihrem heutigen Zeitplan komplett nach hinten geworfen. 4 Hektar Ackerfläche warten auf ihre Bodenbearbeitung. Zunehmend zieht sich der Himmel mit Wolken zu. Kein gutes Omen für Margots Vorhaben. Ja, wenn es heute regnen würde oder wenn es zu nass wäre, könnte ich heute nicht rubern und dann wäre mein Zeitmanagement für heute ein bisschen umgeworfen. Die 24-Jährige muss schleunigst zurück auf den Hof. Denn bevor sie mit großen Gerätschaften das Feld bearbeiten kann, müssen die Maschinen noch vorbereitet werden. Jetzt kommt es zum Wechsel der Gruberspitze, denn die momentan drauf sind am Gruber, sind schon sehr, sehr stark verschlissen und jetzt kommen die neuen drauf. So willst du stehen lassen? Okay. Damit es jetzt schnell geht, packen auch ihr Bruder Christoph und Vater Franz mit an. Besonders die Arbeit in der Werkstatt ist für die 24-Jährige körperlich anstrengend und schwierig. Margot ist dankbar für die Unterstützung. Vorsicht, da ist ein... Mein Papa würde es wahrscheinlich alleine machen, aber ich bin da doch eher... Da kommt die Frau durch, man ist ein bisschen vorsichtiger und möchte doch irgendwie noch Unterstützung haben dabei. Der Grubber kostet satte 46.000 Euro. Um die Verschleißkosten gering zu halten, wartet Margot die Geräte in der hofeigenen Werkstatt selbst. Man kann hier jetzt einen ganz klaren Unterschied erkennen. Das ist der alte Gruberspitz, unter Anführungszeichen neue Gruberspitz, den wir selber aufgeschweißt haben. Und die gehören einfach gewechselt. Man hat sonst schon den Verschleiß am Grundeisen und dann hat man noch mehr Schaden, als man sonst hätte. So eine Garnitur ist bei uns ratzfatz weg. In der biologischen Landwirtschaft ist dieses Gerät unverzichtbar. Sein Einsatz dient der Lockerung des Bodens sowie der Unkrautbekämpfung. Aber die letzten Spitzen machen Probleme. Wir holen jetzt den Schlagschrauber, weil händisch geht da gar nichts mehr. Die Muttern sind so festgezogen, dass ich händisch das nicht schaffen würde und ich denke auch kein anderer. Und deswegen mit dem Druckluftschlagschrauber können wir jetzt die Schrauben locker machen, dass wir die neuen Gruberspitz wechseln können. Dank der technischen Gadgets lassen sich die Muttern lösen. Margot und ihr Team geben Gas. Denn eigentlich müssten die 17 Gruberspitzen schon längst durch den Ackerboden ziehen. Um 10:30 ist der landwirtschaftliche Helfer endlich für seinen Einsatz bereit. Hätten wir das geschafft? Es macht in der Landwirtschaft wenig Sinn, denke ich mir, gemachte Fingernägel zu haben oder unechte Fingernägel zu haben, weil man sehr viel Gefühl in den Fingern braucht. Margot betreibt einen Bio-Milchkuhbetrieb. Das Futter für die Tiere kommt von den eigenen Feldern. Damit der Boden des Maisfeldes auch im nächsten Jahr gut trägt, muss er immer wieder durchlüftet und vom Unkraut befreit werden. Der Landwirtin läuft die Zeit weg. Denn für die Bearbeitung muss die Erde trocken sein. Beim Grubern darf es nicht regnen. Kein Landwirt fährt, wenn es regnet, auf den Acker und führt irgendeine Arbeit durch. Weder Bodenbearbeitung noch Düngung. Gar nichts, weil das tut dem Boden nicht gut, wenn man da drüber fährt, wenn er durchnässt ist. Der Himmel zieht immer weiter zu und regenschwere Wolken verheißen nichts Gutes. Noch ist die Landwirtin zuversichtlich. Und wir sind schon da. Um 11 Uhr erreicht die Viehwirtin die 40.000 Quadratmeter große Feldfläche. Bei der ersten Linie, die ich natürlich ziehe, muss ich aufpassen, da ich natürlich nicht das Nachbarsfeld mitbearbeiten möchte und eine klare Grenze ziehen kann. Früher liefen Pferde über die landwirtschaftlichen Flächen. Heute geht es dank Maschinen wie dem Grubber 10-mal so schnell. Und Margot kann eine Fläche so groß wie 6 Fußballfelder in nur 2,5 Stunden umgraben. Im nächsten Jahr soll auf diesem Feld Mais wachsen. Dafür muss der Ackerboden gelockert und das gesamte Unkraut samt Wurzeln aus der Erde gegraben werden. Für Landwirtin Margot eine logistische Herausforderung. Ich fahre jetzt ein-, zweimal so hin und her und dann werde ich parallel zu meinen ersten Spuren dann im Acker reinfahren. Wenn man nicht aufpasst. Der Gruber muss natürlich auch in der Erde sein, dass man bearbeiten kann. Das Familienunternehmen war 1980 der erste biologische Vollerwerbsbetrieb im Burgenland. Wie ich angefangen habe, bei uns zu Hause im Betrieb intensiv mitzuarbeiten, war das Merken unserer Feldstücke
ein Wahnsinn. Also wer glaubt, dass man in der Schule viel lernen muss, der hat sich noch nicht den Standort von über 130 Feldstücken merken müssen. Und das in einem Radius von 15 Kilometern. Also das war schon eine kleine Herausforderung. Aber ich habe es gemeistert. Jahrelange Streckenerfahrung. Aber auch die bestausgebildete Landwirtin ist vom Wetter abhängig. Margot grobert gegen die Zeit. So wie ich es vermutet habe, es beginnt gerade leicht zu regnen. Jetzt schauen wir einmal, wie lange wir noch grubern können. Im österreichischen Burgenland droht das Wetter zu kippen, während Feldfee Margot mitten in der Bodenbearbeitung ihres Maisfeldes steckt. Regen wäre ein Fiasko. Denn eigentlich soll mit dem sogenannten Grober der Boden gelockert werden. Ist er durchnässt, verdichten die tonnenschweren Maschinen das Erdreich. Und es passiert das Gegenteil. Es beginnt gerade leicht zu regnen. Jetzt schauen wir einmal, wie lange wir noch grubern können. Margot führt einen erfolgreichen Biohof in der vierten Generation. Die Auflagen in der biologischen Viehwirtschaft werden mit jedem Jahr höher und kostspieliger. Wir arbeiten 365 Tage im Jahr, Tierhaltungsbetriebe und Ackerbaubetriebe. Wir haben unsere laufenden Zahlungen. Wir müssen investieren, damit wir Zeit einsparen können. Und umso mehr Fläche, umso schneller musst du sein. Die Maschinen müssen wachsen, die Geräte werden immer größer. Du stehst kontinuierlich unter Zeitdruck. 160 Kühe und eine Ackerfläche, die einer Größe von 200 Fußballfeldern entspricht, müssen versorgt werden. Die Tiere brauchen jeden Tag Futter. Ich kann nicht sagen, heute bist du auf Diät, morgen sieht es besser aus, morgen habe ich wieder ein bisschen mehr Futter zur Verfügung. Nur eine Kuh mit einem vollen Bauch kann Milch geben und ist gesund. Für den Erfolg des Unternehmens packen jeden Tag alle Familienmitglieder mit an. Ich hatte schon einmal die Situation, dass meine ganze Familie außer Gefecht gewesen ist. Und da war es dann wirklich so, dass der ganze Betrieb eine Woche lang nur durch mich gelaufen ist, und das war natürlich ein Extrem. Da merkt man schon, man kommt an die körperlichen Grenzen, wenn man um 5 Uhr in der Früh startet und dann um 21 Uhr das erste Mal den Stall verlässt und mit der Fütterung fertig ist, weil alles liegt an einem. Trotz körperlich anstrengender Arbeit und dem täglichen Kampf um die Existenz, für Margot gibt es keinen besseren Job. Landwirtin zu sein ist eine Erfüllung. Das ist eine Leidenschaft, ein Hobby und dann auch noch zum Glück mein Beruf. Ja. Für die Zukunft hat die ehrgeizige Landwirtin noch Großes vor. Der biologische Milchkuhbetrieb soll weiter wachsen und die Produktkette des Hofes ausgebaut werden. Für heute hat die Feldfee ihr Ziel erreicht. 40.000 Quadratmeter Ackerfläche sind für die nächste Aussaat im Frühjahr vorbereitet. Zum Glück hat das Wetter heute gehalten. Ich konnte den Acker fertig grubern. Mir ist jetzt ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ich kann den Gruber abhängen. Die Saison ist beendet für heuer. Und jetzt kann ich mich anderen Dingen widmen. Margot ist seit 5 Uhr morgens auf den Beinen. Trotz des straffen Tagesprogramms, Feierabend hat die Jungunternehmerin noch nicht. Auf dem Biohof warten noch 85 Milchkühe und 75 Jungtiere darauf, versorgt zu werden. Der Tag ist heute super gelaufen. Auch wenn ich gedacht hatte, dass ich mit dem Grubern aufhören muss, weil die Regenwolken am Himmel gestanden sind. Aber es hat dann doch angehalten, das Wetter. Ich konnte meine Arbeit beenden und bin rechtzeitig zur Stallarbeit gekommen. Und jetzt kümmere ich mich noch um meine Mädels.